Ich bin Maria. Ich arbeite bei Deinbus.de, das ist hier ein paar Schritte runter, in der Rennefabrik auf der Ludwigstraße. Ich freue mich sehr, dass ich heute Abend hier euch was vorstellen kann über meine Arbeit. Es dreht sich alles um Social Media. Das ist nicht das Einzige, was ich mache, aber genau. Okay, also der Titel ist vielleicht erstmal etwas irritierend und ihr fragt euch bestimmt auch, was das mit Social Media zu tun haben könnte, diese merkwürdige Frage, wann fahrt ihr endlich von Offenbach nach Buxtehude? Es hat damit zu tun, dass es immer eine kleine Diskrepanz gibt zwischen Anspruch und Wirklichkeit beim Social Media Auftritt eines Unternehmens. So ist es auch bei uns. Um klarzumachen, worum es hier geht, stelle ich jetzt erstmal ein bisschen vor, was wir machen. Ich will nicht zu viel Zeit damit verbringen, euch das Unternehmen vorzustellen, aber es ist sehr wichtig, um zu verstehen, vor welchen Problemen oder Dilemmas wir manchmal im Social-Media-Bereich stehen, wenn wir mit Fahrgästen, Fans, Followern umgehen müssen. Wer sind wir? Ich habe schon gesagt, mein Name ist Maria. Ich bin Marketing-Manager bei Deinbus.de. Ich kann gleich dazu sagen, ich werde nicht mit großen Marketingbegriffen oder Fachbegriffen um mich schmeißen, weil ich eigentlich kein Marketing gelernt habe oder so. Deswegen werde ich jetzt mit ganz einfachen Umschreibungen arbeiten. Seid nicht irritiert. Wer sind wir? Deinbus.de, ein Fernbus-Startup. Ich weiß nicht, es haben vielleicht viele schon davon gehört, einige nicht. Wir sind die, die das Bahnmonopol gebrochen haben und bewirkt haben, dass jetzt Fernbusse über die Straßen rollen und günstige und bequeme, flexible Mobilität anbieten können. Wir haben mittlerweile 6 Linien, das wächst, also unser Liniennetz wird sich immer weiter ausbauen. Wir haben viele tausend Fahrgäste im Monat, auch diese Zahl besteht nicht schon seit vielen, vielen Monaten, sondern kommt auch durch ein Wachstum, den wir in der letzten Zeit erlebt haben. Unsere Zielgruppe sind vor allem Studenten, aber wir haben oft auch sehr, sehr viele Rentner dabei und alle möglichen Leute, die gerne günstig mobil sein wollen. Genau. Unsere Kanäle, Social Media, sind Facebook, unser Blog. Wir sind auch auf Twitter aktiv und unser kleines Sorgenkind, was etwas stiefmütterlich behandelt wird, ist Google+. Ich werde mich heute ein bisschen auf Facebook konzentrieren, weil das Medium ist, mit dem ich mich am meisten identifiziere, aber auch das, wo wir die meisten Fans haben und wo wir am aktivsten sind. Deswegen werde ich all meine Beispiele aus unserer Facebook-Betreuung sozusagen ziehen. Was wichtig ist für das Verständnis dieser Probleme, mit denen wir seit Neuestem in unserem Social-Media-Bereich konfrontiert sind. Ich will eigentlich nicht Probleme sagen, weil es keine schwerwiegenden Dinge sind zum Glück, sondern eigentlich eher so kleine Hürden oder Herausforderungen. 2009 wurde Deinbus.de gegründet, das war vor meiner Zeit. Ich bin erst seit letztem Jahr dabei, habe aber dennoch ziemlich mitgefiebert. Ich habe es fast von Anfang an verfolgt und fand die Geschichte immer sehr, sehr spannend. Es hat sich entwickelt, die drei Jungs, die das gegründet haben, haben verschiedene Ideen gehabt und verschiedene Ideen verwirklicht. Dann kam irgendwann der große Knall, sozusagen die Bahnklage. Die Deutsche Bahn hat Deinbus.de verklagt. Und dann der Triumph, dass tatsächlich 2011 dieser Prozess gewonnen wurde. Was jetzt der nächste große Brocken in diesem Verlauf ist, ist die Marktöffnung des Fernbusmarktes, also die Liberalisierung. Die Tatsache, dass Fernbusse jetzt ungestört die großen und kleinen Städte verbinden dürfen, das war vorher nicht so. Da gab es ein Gesetz, das das verboten hat und der Bahn das sozusagen ein Monopol eingeräumt hat, für die, die es noch nicht wussten. Und all diese Dinge, diese Meilensteine, haben natürlich einen unglaublichen Einfluss darauf gehabt, wie wir unseren Social-Media-Bereich betreuen, aber auch wie unsere Fans und Follower
das nutzen, was sie von uns erwarten und wie da zum Beispiel auch die Zahlen sich verändert haben. Ich werde euch drei Beispiele nennen für kleine Dilemmas oder Herausforderungen, die uns im Rahmen dieser Entwicklung so die aufgetreten sind. Das erste wäre das Problem des Mitwachsens. Ich habe dazu einen Beispielpost aus 2010, als unsere drei Jungs ganz frisch in die Heimfabrik gezogen sind. Das war, damals gab es, glaube ich, circa 2000 Facebook-Fans auf unserer Page. Man sieht 14 Likes, 2 Kommentare, da war noch nicht viel los. Die drei Jungs haben sich das so ein bisschen geteilt, wer da mal kommentiert, einen Post macht, immer mal wieder. Das war eigentlich ganz flexibel, hat auch gut geklappt. Mittlerweile haben wir über 24.000 Facebook-Fans, 25 Mitarbeiter und unsere Fahrgastzahlen sind verzehnfacht. Das bringt natürlich einige, das Volumen ist dermaßen angestiegen, dass es jetzt nicht mehr so ganz einfach ist, die Facebook-Seite zu betreuen, denn wir haben den Anspruch, dass wir immer auf alle Posts antworten wollen, auf alle Fragen. Wir wollen ganz persönlich dabei sein, wir wollen jedem eine individuelle Antwort bieten und immer authentisch bleiben. Und das ist bei diesen Zahlen nicht mehr ganz so leicht, wie es früher war, aber mittlerweile, also im Moment stemmen wir das eigentlich noch ganz gut. Damals gab es einen Post pro Woche vielleicht maximal. Mittlerweile haben wir den Anspruch, einen Post alle 2 Tage zu haben und auch jeden Tag auf Fragen und Kommentare zu antworten. Das zweite Dilemma ist, dass wir dadurch, dass wir damals diese Bahnklage hatten und sehr viel in den Medien waren, einen gewissen Unterschied zwischen unseren tatsächlichen Mitfahrern und den Facebook-Fans oder den Social-Media-Followern haben. Unsere Mitfahrer sind an unserem Produkt interessiert, die sind aber nicht immer alle auf unserer Facebook-Page. Andersrum, unsere Facebook-Fans sind oft Leute, die überhaupt nicht an dem Produkt interessiert sind oder die so weit weg wohnen, dass sie unsere Linien, die wir bestehend haben, gar nicht nutzen können. Das ist hier ein Beispiel dafür und darauf bezieht sich eigentlich auch der Titel meines kleinen Vortrags. Es ist bei uns fast schon ein geflügeltes Wort, wenn Leute fragen, wann geht es denn endlich mal nach A, B oder C in irgendeine Stadt, weil die Anfragen für die Städte oder Routen, die wir gar nicht befahren, viel häufiger sind auf unserer Facebook-Page als irgendwelche Kommentare oder Fragen, die sich um die tatsächlich bestehenden Produkte drehen. Und das Dilemma ist hier natürlich, dass wir die Ansprüche oder Bedürfnisse beider Gruppen befriedigen wollen. Das wäre auch noch so ein Beispiel für einen Fan von uns. Sie ist ein ganz treuer Fan, die Angie. Und die beschenkt uns immer ganz süß mit Gedichten, Bildchen, Blümchen und ganz persönlichen Notizen, obwohl sie noch nie mitgefahren ist, überhaupt kein Interesse an Bussen hat. Sie freut sich einfach dabei zu sein. Das dritte Dilemma, die Konkurrenz. Der Markt hat sich geöffnet. Wir haben jetzt tatsächlich auch Konkurrenz in diesem Markt. Das ist etwas völlig Neues. Früher, als die Jungs das gegründet haben, standen sie quasi allein mit dem Produkt und hatten gewisse Probleme einfach gar nicht zu fürchten. In diesem Fall passiert es manchmal, dass Fans unserer Seite oder Nutzer von Facebook auf unseren Seiten Werbung oder Anfragen für Konkurrenzunternehmen oder Mitbewerber posten. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Es gibt Mitbewerber, die gehen damit um, indem sie es ignorieren. Es gibt Mitbewerber, die das tatsächlich zensieren, wo man geblockt wird, wenn man auch nur den Namen deinbus.de erwähnt. Oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit, damit ganz transparent und offen umzugehen oder sogar offensiv zu werden. Das ist auch so eine Frage, die man sich neuerdings stellen muss. Andersrum mit der Konkurrenz umgehen. Wir haben es immer so gehalten, dass wir sehr transparent waren und sehr viel über uns preisgeben wollen, um auch diese Nähe zu unseren Mitfahrern zu erhalten. Zum Beispiel posten wir manchmal Bilder aus unserem Büro, zeigen quasi unser Innerstes. Die Frage ist, wenn jetzt Konkurrenz da ist, wie transparent kann man sich machen, ohne verletzlich zu werden? Wenn die alles sehen, was wir preisgeben, könnte das vielleicht für uns auch schlecht sein. Genau, das sind diese drei Beispiele. Nochmal in Kürze. Das Wachstum sowohl des Unternehmens, der Wachstum des Unternehmens als auch der Fans, der Mitfahrer, der Fahrgastzahlen.
der Unterschied zwischen Fans und Followern und Mitfahrern einerseits, was man daraus, wie viele Informationen daraus tatsächlich zu beziehen sind, andererseits, wie man beide Seiten der Bedürfnisse befriedigen kann. Und der dritte Punkt, die Konkurrenz ist auch im Spiel, wie reagiert man darauf? Wir machen uns natürlich ständig Gedanken darüber, wie man diese Probleme oder Herausforderungen oder kleinen Hürden lösen kann oder wie wir damit umgehen. Im Moment, denke ich, machen wir das eigentlich ganz gut. Natürlich gibt es immer einen Verbesserungsbedarf, aber wir müssen uns auch Gedanken machen, wie das dann in Zukunft weitergeht, wenn die Fahrgastzahlen noch weiter wachsen und so weiter. Was haben wir erfahren? Für uns, unsere persönliche Erfahrung ist, dass Struktur und Regelmäßigkeit eigentlich das Ganze vereinfachen. Wir haben verschiedene Experimente gemacht, sei es ein Social-Media-Kalender, der überhaupt nicht funktioniert hat, der ist absolut gefloppt, 2 Wochen im Voraus Inhalte sich auszudenken und die dann regelmäßig abzuposten, hat nicht funktioniert. Was aber funktioniert, ist zum Beispiel ein Verhaltenskodex, dass man sagt, okay, bestimmte Richtlinien müssen eingehalten werden und so können sich schneller auch andere Mitarbeiter da reinarbeiten, indem sie sich einfach dran halten, ohne jetzt lange mitlesen zu müssen. Was auch wichtig ist, hat sich gezeigt, dass man die richtige Balance findet zwischen Angebot und tatsächlichen Geschichten oder Einblicken. Dadurch, dass Konkurrenz im Markt ist oder Mitbewerber, ist man sehr dazu verführt, viel produktbezogener zu posten und viel mehr Werbung zu machen und diese große Leserschaft dafür zu nutzen, hey, kauft doch bei uns euer Busticket. Wir dürfen das nicht verlieren, dass wir weiterhin die Geschichten unseres Unternehmens, eine sehr interessante Geschichte ist und die Einblicke in unser sympathisches Team auch weiterhin zu präsentieren. Das lesen die Leute sehr, sehr gerne und die sind nicht nur an Produkten interessiert. Dann als letzten Punkt, dass wir unsere Transparenz bewahren und auch weiterhin ausbauen können. Es ist zwar wichtig, darauf zu achten, dass wir uns nicht zu verletzlich und zu gläsern machen im Hinblick auf die Konkurrenz. Andererseits ist es viel wichtiger, dass unsere Leser und unsere Fans und Mitfahrer diese Nähe zu uns behalten, auch wenn wir wachsen. Was könnte jetzt passieren? Also im Moment, glaube ich, machen wir es ganz gut. Wir kriegen sehr, sehr positives Feedback. Aber was ist, wenn wir Ende 2013 unter Umständen nochmal verzehnfachte Fahrgastzahlen haben? Können wir das dann noch stemmen in diesem Rahmen mit unserem Social-Media-Auftritt oder unserem Facebook-Auftritt? Im Moment arbeiten 2 bis 3 Leute daran, natürlich nicht die ganze Zeit, jeder hat da so seine Zeiten. Wahrscheinlich müssen wir es in dem Fall einfach genauer strukturieren, irgendwie Pläne machen, wer wann für Social-Media zuständig ist. Ich glaube aber auch, dass man dann gleichzeitig die Flexibilität auf jeden Fall behalten müsste. Was ganz wichtig ist, die inneren Werte von unserem Unternehmen kommunizieren sich auch nach außen. Also so wie wir auf Facebook uns darstellen, so sind wir wirklich. Und das kann nur so funktionieren, wenn das bei uns im Unternehmen, wenn die Kultur wirklich auch so ist. Was ich auch glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir weniger so von Versuchen und Scheitern leben, als von Messungen, von unseren Erfahrungen, die wir jetzt schon aufgebaut haben und vor allen Dingen auch darauf achten können, dass wir nicht nur auf Facebook diese sehr nahe und persönliche Kommunikation einhalten können, sondern und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.